Landschaft da, oder nicht? Ja, stimmt, hast du aufmerksam mitgezählt. Deswegen hat Aufzug ja keinen Sinn ergeben. Melodia, ich grüß dich. Na, wie schaut's? Oh, na warte, ich kann nicht schießen, du stehst im Weg. Ja, herzlich willkommen zu meinem Glas, Altglas hier. Zu meinem ersten Stream tatsächlich. Die haben mich ja alle endlich so weit gekriegt. Ups, au! Jetzt werde ich auch noch verhauen. Ja, ich habe ihn leider dazu gezwungen. Hast du mich gerade gehabt? Ja, unter anderem. Was habe ich? Hast du mich gerade getroffen? Ah, egal, vergiss mal. Nein. Erkältet? Ja, es geht schon wieder rum. Irgendwie. Ich meine, ich kann da schwer mitreden. Ich bin irgendwie chronisch erkältet und ich weiß auch nicht, wie ich das loswerde. Nee, ist dir das nie aufgefallen, dass ich immer so ein bisschen am Näseln bin? Ja, sind wir das nicht alle irgendwie immer? Ja. Ja, siehste. Aber ich hoffe mal, dann hält sich die Erkältung in Grenzen bei dir, dass du bald wieder los bist. Ja, wurde Zeit. Ich habe auch schon festgestellt, es ist gar nicht so eine große mentale Umstellung. Man muss nur auf ein paar Sachen mehr achten. Und weil meine Alerts noch nicht so ganz funktionieren, wie sie sollten, muss ich halt hin und wieder mal rüber gucken. Naja, das musst du ja sowieso, weil du gucken musst, ob irgendwas im Chat los ist. Da gibt's ja keinen Alert für. Hey, du hast eine neue Chatnachricht. Stell mal vor, WhatsApp. Apropos, Alerts. Danke dir und danke an Chloe B für die Follows. Hi Mensch. Chloe, hallo. Ich glaube, wir haben uns verlaufen schon wieder. Chloe B. F. King Price. Ich weiß schon, warum da ein Buchstabe fehlt. Das ist bestimmt ein A, was da fehlt. Oder ein E. Jetzt stellt er sich doof, ich weiß. Wo sind wir ja eigentlich überhaupt? Bitch. Ja, natürlich ein U, ist klar. Wo zum Henker? Da? Ach, jetzt hat sie mich wieder Ey, ist nicht mein Ernst. Ganz knapp war's, ja. Ja, Hauptsache ein Vokal, ne? Man kann sich auch mit Vokalen mal vertun. Huch. Er hat mich überfahren. Ja, und er lacht auch noch dabei. Lachen bei Fahrerflucht. Feli hat dich. Siehste, guck mal. Feli schickt ihre ganze Armee zu dir. Ich merk das schon. Ich hab das so drin, einen Chatlaut vorzulesen, dass ich deinen Laut vorlesen will. Ich hab gar keine Muni mehr. Und jetzt wirfst du auch noch eine Granate, genau. Pass auf, Granaten werfen kann ich auch. Und keine Granaten mehr. Kann mich mal bitte irgendwer erschießen? Kannst du mich mal bitte vorher wiederbeleben? Ach so. Ja. Nee, warte mal, ich hab Munition. Ja, wunderbar. Danke. Gerne. Damit er mich überfährt. Hat er uns beide überfahren. Scheiße! Liebe Grüße an Feli oder von Feli? Weil Feli war auch schon hier. Der Eingang des Kontrollzentrums richtig. Auf der Spitze der Pyramide, also hoch. Die hat schon ganze Arbeit gemacht. Und du stehst da jetzt so rum. Vorsicht, Granate. Ich hab gesagt, Vorsicht, Granate. Ja, in dem Moment war ich aber schon eingestiegen und konnte mich noch nicht mit der Gerät wegbewegen. Ach so, okay, das erläutert's. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen beim ersten Stream. Die liebe Wildcat Gaming ist auch mit dabei. Ja, hallo. Das mag dich überraschen, aber der Chat spricht auch untereinander. Ja, ich hab schon verstanden. Wir führen auch Kommunikation untereinander. Was? Ist berührend. Ich kann's verstehen. Der Schatten? Der Schatten hat Augen und der Schatten flüstert. Wenn du da mal oben hinguckst, dann wird dir gefallen, was du da siehst. Nicht. Ich irgendwo oben hingucke? Wo oben? Jäger. Da ich oben. Ich bin gar nicht da, ich bin irgendwo ganz unten. Was ist das? Oh, ich habe eine Waffe für dich. Echt? Ja, ich habe einen neuen Granatwerfer gefunden. Und hier ist noch so ein Erinnerungsterminal-Dings. Okay, ich glaube, der Jäger nimmt das gerade persönlich. Was denn?
Ja, dass ich auf ihn geschossen habe. Aber das kriegt er gerne wieder. Darf ich auf ihn schießen? Da gibt's nichts mehr zum Schießen. Oh, ich habe extra einen Granatwerfer mitgebracht. Kann dir auch einen geben. Melodia hat gerade gefragt. Ey, Cat. Ey, Melodia. komm, ich zeig dir, wo der ist. Hier muss so lang. Hier, komm. Wann hören wir voneinander, Zunge raus, Streck? Gute Frage. Also, ich sehe mich ja auch eigentlich als ziemlich entspannte Sprachansagefunktion. Komm, hierher. So als App. Wo bist du denn? Kommt nochmal, hier. Da. Ach, huch. Ja, Tag. Oh. Hi. Money. Und ein Scharfschützengewehr. Guck mal hier. Schon gefunden. Schaffst du das? Blindcat. Jo. Weiter geht's. Hier ist noch so ein Erinnerungsterminal. Können wir uns was angucken. Chillen wir uns mal einen Film? Ja, chillen wir uns einen Film. Wir chillen uns einen Film. Machen wir. Stimmt, ich glaube, ich habe da zu Weihnachten fett vergessen. Melodia zu schreiben. Also schreibe ich ihr jetzt einfach. Aha, erwischt. Ja, ich bin lost. Hat meine Nummer, weißt du, und dann wieder kein Piep von ihr. Zitze. Ich hab ihr geschrieben. Direkt. Okay, ich habe im Laufe von dieser Stunde 10 Follower dazu gekriegt. 18 Follower, what the fuck? Du, 10 Zuschauer, 18 Follower, hau rein. Ich bedanke mich jetzt schon ganz herzlich. Also das ist, wir haben ja noch ein paar Stunden vor uns. Ne? Wir haben so, was haben wir eigentlich angepeilt? Wir gucken eigentlich immer, wie es läuft. Beim letzten Mal haben wir ja abgebrochen. Ja. Da mussten wir abbrechen, weil irgendwie Probleme mit dem Internet und dem Server hatten. Weihnachten war und man muss sich ja auch irgendwie sausen. Hi! Da ist die Kamera. Da ist die Kamera. Hi. Wunderbar. Liebe Sausi. Firmi hat ein Follow dagelassen. Vielen lieben Dank, Sausi auch. Ja. Ja. Sabaton bei Stecko können wir leider erst machen, wenn Stecko Affiliate hat. Also, rübergehen, Liebe dalassen. Guck mal, ich hau ihn dir über ein Shoutout raus. Sabaton, was? Was habt ihr vor? Firmi, wie geht's dir? Nix. Geht ja nicht. Lang nichts voneinander gehört, seit besagter legendärer Fete von letztem Jahr, glaube ich. Ja, das ist jetzt auch schon der zweite Teil Halo, den Cat und ich spielen. Vorher haben wir mit Reach angefangen, was ja eigentlich die Vorgeschichte ist. Aber das waren so die letzten Schritte, bis ich erfolgreich dazu bequatscht wurde, dann endlich mal mit dem Streaming anzufangen. Und hier sind wir. Guten Tag. Schwesterherz, nächste Runde LOL. Viel Glück, viel Erfolg und viel Spaß im Lurk. Genau so. So, okay. Das sah jetzt aus wie ein Kochrezept. Wunderschön. Ah, das war fortfahren. So. Ich habe machen wir weiter. Gar nicht aufgepasst, aber es konnte man nebenbei laufen und wir konnten uns mal ein bisschen um deinen Chat kümmern und ich mal shoutouten und supporten. Also, sorry, Bunny. Ist ja gar nicht mehr Bunny, ist ja Sekretarius. Ich werde mir das nicht abgewöhnen. Dentis, hi. Huch, jetzt hätte ich dich fast übersehen. Also zur Info nochmal, die Alerts, die funktionieren irgendwie nicht so ganz. Da arbeiten wir noch dran. Das heißt, ich gucke hier regelmäßig mal rüber. Och, wir ertragen Türmi. Das kann man so jetzt aber nicht sagen. Also der Türmi, das ist eigentlich ein echt lieber, netter Kerl. Ne? Also den nehme ich jetzt einmal offiziell in Schutz. So, da gibt es nichts zum Ertragen. So. Plasma-Granaten, die muss man ertragen, so wie er hier. Und Schütz. Ich sehe einen? Hast du getrunken? Ich hab ihm versehentlich mit der Sniper aus der Nähe ins Gesicht geschossen. Was für ein Gesicht?
Das, was mal aussah wie ein Gesicht. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Noch eine? Noch eine. Weil wir heute so einen guten Tag haben, gibt es heute 3 Ohrfeigen zum Preis von einer. Ibi! In your face, Motherfluffer! Wir ertragen uns doch alle irgendwie gegenseitig. Oder so. Ja. Hauptsache ertragen und gern haben. Das stimmt. Ja. Da hast du recht. Alle lieb. Am meisten tut mir ja jeden Morgen mein Spiegelleit im Badezimmer. Aber bis jetzt hat er noch keinen Riss gekriegt. Was machen die eigentlich, wenn du sie abschießt, für komische Breakdance-Einlagen? Also die Physics Engine haben sie ja mal echt auf 11 gedreht hier. Warum läufst du denn da? Das war aber Synchronspringen. Warum? Und ich gebe beiden eine 9,5. Hm. Auf jeden Fall. Ja. Hätte Sausi aber auch einen anderen Anzeige gekriegt, hätte Sausi hier nicht. Also. Hm? Dann hätte ich morgen aber auch verkackt. Oh. Glaubst du etwa, ich habe die Hawks nicht dazu verpflichtet, bei dir reinzugucken? Verpflichtet, standst Spalli auf dem Discord, hast du alle antanzen lassen. Okay, ja, Sausi, hab ich gesagt, er fliegt vom Server, wenn er nicht vorbeikommt. Sausi, ist das wahr? Unter was für einer Herrschtyrannei müsste da eigentlich leben auf dem Server? Da ist was Großes. Ja. Du hast den Granatwerfer. Ich weiß. Super. Und die hat einen Jäger. Ja. Aber wo ein Jäger ist, sind eigentlich immer 2. Ach. Ja, und der steht ganz oben in der obersten Etage. Und Gesundheit. Dankeschön, Entschuldigung. Wie der gerade gejietet ist, habt ihr das gesehen? Alter. Oh, ich hab's nicht gesehen. Der stand ganz oben da auf dem oberen Stockwerk. Und im Laufe von 2 Sekunden war der unten. Was geht mit dir? Monster getrunken? Du hast meine Granate weggeschubst. Ich verkack jeden Tag. Yes. Ja, das ist richtig. Was glaubst du, was der alles abkriegt, wenn ich nächste Woche bei ihm im Urlaub bin? dann ist aber hier. Also, ich hab gehört, Sausen, bei Sixt ist im Moment ein Angebot, wenn du jetzt im Laufe von 48 Stunden Umzugslaster. Also, ihr habt noch Zeit zu flüchten. Also, falls du mit Hund und Weib und Haus umziehen willst, jetzt ist deine Chance. Wollt da? Oh, sie haben mir in den Rücken geschossen. Aber mein Sniper liegt da noch. Ich sehe meinen Sniper. Wir fangen nochmal von vorne an. Oh, bist du auch gestorben? Ja. Dann habe ich meinen Sniper. Der Typ hatte gefühlt 18 Schilde und ein Schwert und ein Jump Pack und noch mehr Schilde. Und habe ich schon erwähnt, dass er Schilde hatte? Right? Ja. Und ich habe keine Raketen mehr. Toll. Nice Scheiße. Geh weg mit deinem Schwert! Oh, Scheiße! Okay, ich. So, ich hab ihn. Oder anders machen. Falls wir da nochmal drauf gehen. Schwertknilch habe ich. Warte, wir gehen mal ein paar Schritte zurück. Gute Idee. Auf meinen Sniper. Ach, Dentis und Sausi noch. Danke für die Follows. Ja, die Alerts. Ich bedanke mich bei den Alerts. Das wird mir das nicht angezeigt. Nee, alles gut. Wir hatten doch alles eingestellt, aber es hat sich ja, irgendwie wir haben, halt nicht. Wir haben es aber halt nicht übernommen. Wir haben auch nicht geguckt, ob es in deinem OBS angekommen ist. Dann kann es ja auch noch happern. Jetzt reicht's. So. Ich hab sie mal weggeschnipselt. Weggeschnipselt? Mhm. Versteht das nicht gegen Genfer Konvention? Wo ist der? Frist, Alter, wie sprichst du? Freund Blase, ich zeig dir jetzt mal Fristdreck. Steck dir jetzt mal Fristdreck. Ich wollte, du warst schneller. Gute Zeiten mit Kumpels damals. Oh ja. Das war noch die. Sag ich das jetzt einfach so? Ja, ich hatte auch kaputte Zeiten. Also, zocken, Kasten Bier und ein Kasten Bier. Ich habe vom Kasten Bier schon gesprochen. Ja, und halt Halo. Das waren so die. Echt die schönsten Jahre damals.
Aber für alle, die sich jetzt mal alt fühlen wollen, Halo ist schon 20 Jahre alt. Hör auf, nee. Ja, doch. Warum ist das eine große, leere... Hörst du die Bossmusik? Ich auch nicht. Sniper in der Hand. Also, geh du ruhig vor. Aber ja, da pflichte ich dir bei. Das waren gute alte Zeiten. Noch Schulzeit teilweise. Doch, tatsächlich bei mir auch noch. Realschule. Und nach der Schule dann immer bei Kumpels. Also das erste Spiel, was du gespielt hast, war Pong. Das originale Pong. Mit Dinos. Was? Dino-Pong? Dino-Pong. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Gar nicht? Nö. Im Kopf schon, das sieht lustig aus. Das originale Pong mit einfach nur Punkt und zwei Strichen? Ich weiß nicht. Ob da Dinos bei Sinn ergeben, nur weil es Dinosaurier ist. Probieren Sie dieses. Ja. Nichts gegen Pong damals auf der Atari. Da gebe ich dir recht. Eine Atari hatte ich zwar leider nie. Alles okay. Eine Dreamcast hatte ich mal. Ich hatte meine Dreamcast, die ist dann leider kaputt gegangen und ich habe mir gedacht damals. Wenn es nicht geht, dann schmeißt es weg, bitte. Ja, okay, hast mich dafür, ist doch egal. Ja. Und heutzutage kriegst du die Dinger in kaputt auch nicht für unter 200 Euro. Hätte ich sie mal aufgehoben. Ja, und dann hatten Schwesterherz und ich noch unsere N64. Ich habe keinen Nintendo gekriegt als Kind und war traurig und musste immer bei meinem besten Freund damals Nintendo spielen. Ach so, Sausen hat Arbeitsteilung betrieben. Die anderen haben gezockt und er hat gesoffen. Langsam. Ich komme nicht mit. So ungefähr. Die Allianz hat etwas gefunden. In diesem Ring. Etwas Furchtbares. Und es macht ihnen Angst. In diesem Ring? Wo? Der Captain. Wir müssen ihn aufhalten. Keys, was sollen wir? Das Waffenlager, das er sucht, ist nicht... Er darf auf keinen Fall da rein. Ich verstehe nicht. Keine Zeit. Los, finden Sie Keys, halten Sie ihn auf.